Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 3. Wir waren zuletzt hier mit Luneth unten im Keller und dann ist leider die Aufnahme abgebrochen, weil der Speicherplatz nicht mehr frei war. Und ja, deswegen ist die Aufnahme abgebrochen. Nur, dass ihr euch nicht wundert, warum ich eigentlich Tschüss gesagt habe. Und das habe ich eigentlich. Es wurde nur nicht mehr aufgenommen. Und dann haben wir mit den beiden nochmal kurz gequatscht. Macht euch um uns keine Sorgen. Wir wollen euch ja nicht von eurer Reise abhalten. Ach, das tust du doch nicht, Olaf. Seid vorsichtig, hört ihr? Das sind wir. So, und dann machen wir uns nochmal auf den Weg. Bin ja jetzt hier schon mal lang gelaufen, dann quatsche ich nochmal mit denen. Oh, hallo, normalerweise bekommen wir hier wenig Besuch. Der letzte Besucher war übrigens ein junger Mann namens Dash. Wer auch immer Dash ist. Wenn du dein Inventar im Menübildschirm neu ordnen möchtest, wähle einfach die beiden zu Gegenstände aus. Okay, machen wir. So. Der Jüngling Dash hat mir den letzten Wichtzauber abgekauft. Was der Zauber bewirkt, er schrumpft dich natürlich. Wer ist denn dieser Dash? Alle reden von Dash. Ja, ich bin immer noch übrigens verwirrt mit den Berufen, weil, wie ihr seht, ist Ark schon wieder ein Schwarzmagier und ich weiß einfach nicht, was ich mit ihm anfangen soll. Ich möchte, dass er ein Schwarzmagier wird, einfach aus dem Grund, weil er für mich der Bogenkämpfer sein soll. Und da bleibt einfach nur noch der Schwarzmagier übrig. Natürlich könnte ich ihn auch einfach zu einem Krieger oder so machen, aber das finde ich halt irgendwie doof. Und als Mönch, finde ich, passt er auch nicht. Aber hier steht ja auch nirgendwo eine Beschreibung, das finde ich doof, aber wie gesagt, ich erinnere mich beim Mönch mit Nahkampf, bla bla bla. Ich lasse ihn mal jetzt einfach kurz als Schwarzmagier. Sieht ja nicht wie ein Mädel aus. Dann gehen wir mal hier hin, was ist denn hier? Drachenberg. Puh. Können wir hier seltene Blumen pflücken? Glänzen die? Glitzern die? Wir werden auf jeden Fall angegriffen. Oh, ich glaube, ich habe ihm jetzt gar keine Waffe gegeben. Doch, er hat seinen Bogen automatisch. Ja, das ist ja cool. Sie mit ihren zwei Messern. Voll cool jetzt. Finde ich gut. Also die sehen jetzt auf jeden Fall alle sehr cool aus, finde ich. Also jeder so für sich. Finde ich gut. Boah, der steckt aber was ein und vor allem teilen die auch ganz schön aus. 76 Gil, 65 Erfahrungspunkte. Ja, Rüsten. Wir brauchen halt eigentlich einen Weißmagier und sobald ich einen habe, habe ich einen. Aber er sollte das halt eigentlich nicht werden. Deswegen weiß auch nicht. Ich weiß halt nicht, was gut ist. Aber ich lasse mal die Eisenpfeile drin. Die sind auf jeden Fall gut, finde ich. Ja, muss ich gerade jemanden heilen? Refia steckt noch ein bisschen was ein und dann kriegt ihr als nächstes was. Auch Manuel. Ich weiß auch gar nicht, auf was für ein Berg wir hier sind. Und dann stehlen wir denen gleich auch mal was. Wenn Refia noch eine Runde schafft, dann... Luna, es teil mal mehr aus. Ark macht ja mehr Schaden als du. Wie ungewöhnlich. So. Du stehlst mal was. Ich will, dass du was stehlst. Was heißt denn Ausfall? Achso, dann fällt er wahrscheinlich aus oder so. Und Magie? Ah, dann können wir Vita auf alle machen. Ja, das ist ja cool. Steh was. Du bist doch gar nicht dran. Refia sollte was stehen. Naja, im nächsten Kampf. Im nächsten Kampf. Weil ich finde Refia sehr cool jetzt so als Dieben und ja. Ich denke, man kann mit den Blumen vielleicht was machen. Wie auf unserem Berg hier. So, stehlen. Angriff. Angriff. Yeah. Du konntest nicht stehlen. Ach, schade. Das erste Mal wollten wir mal was klauen. Ich dachte, jetzt kriege ich eine Vogelfeder oder so.
Könnt ihr mal aufhören, immer auf Refi reinzudonnern? Die hat euch nichts getan, nur mit ein bisschen mit ihren Messern. Und Ark steckt voll, also teilt voll aus. Das ist schon hart. Echt krass, Omar. So, kriegst jetzt ein Item. Ach, wo sind wir denn hier mit unseren Items? Sind die alle hier? Total fern. Da ist die Portion. Kriegst sogar zwei. Ah. Was ist hier? Phönixfeder. Oh, das ist gut. Dann können wir die Leute wiederbeleben. Falls sie mal sterben. Yeah. Ich bin überrascht bei Ark, aber ich bin enttäuscht bei Lunes, wie wenig Schaden der macht im Moment. Und auch hier unser Krieger könnte auch besser sein. Vielleicht hat das aber auch gerade was mit den Gegnern zu tun. Ich meine, gemeinsam schaffen sie es, egal wie, aber ich finde es komisch, dass Ark gerade so viel Schaden macht. Und die anderen nicht. Komme ich jetzt hierher? Nee. Die Truhe enthielt Goldnadel. Aha. Oh, wo sind wir denn hier? Oh oh. Oh oh. Muss ich gegen dich jetzt kämpfen? Scheiße. Hä? Wird uns einfach nur niedergeschmettert oder was? Oh, wir sind bei seinem Nest. Ja, das sagt einiges. Wer bist denn du? Hahaha, ich kann ja gar nicht glauben, dass ihr euch vor dem Drachen habt schnappen lassen. Das musst du gerade sagen, dich hat er doch auch geschnappt. Tja. Das stimmt allerdings. Ich bin Dash. Habe die Ehre. Das ist also Dash. Ah, der Drache ist zurück. Lasst uns schnell von hier verschwinden. Und denkt gar nicht erst daran, gegen dieses Drachenvieh zu kämpfen. Vertraut mir und rennt. Rennt so schnell ihr könnt. Ja, super. Was machen sie? Greifen natürlich an. Wer ist denn dran? Lune. Ja, da kannst du nichts machen. Greif an. Stehlen ihm was, natürlich. Bahamut ist das. Sag das doch einer. Das ist Bahamut. Was stehen wir ihm? Nichts. 642. Ach du meine Frau. Fresse. Da sterben wir. Wir sterben. Wir sterben alle. Wir müssen weg hier. Weg hier. Reiß aus. Kannst du nicht abhauen? Kannst du nicht abhauen? Die sterben alle. Flucht erfolgreich. Immerhin. Puh, da bin ich aber froh, dass wir es geschafft haben. Geht so. Hier, nehmt diesen Wichtzauber hier. Ich musste feststellen, dass mir diese ganze Zauberei nicht liegt. Aber euch vielleicht. Und im Gegenzug komme ich mit euch mit. Wisst ihr, ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich kenne meinen Namen, aber sonst nichts. Kein Problem, mir ist das recht. Und dir? Wieso fragst du mich denn? Ach, egal. Hey, Dash. Wusstest du, dass sich Salina schreckliche Sorgen macht und schon ganz lange auf dich wartet? Salina, ich muss zu ihr, aber ich habe hier noch etwas Wichtiges zu tun. Was war es bloß? Naja, ich werde mich schon auch daran erinnern. Ihr helft mir doch bestimmt dabei. Es ist ja nicht vergesslich. Dash überreicht den Zauberwicht. Dash hat sich der Gruppe angeschlossen. Auf geht's, lasst uns von hier verschwinden, bevor diese Riesenechse wiederkommt. Sprengt! Ja, aber... Ja!
Aber die anderen sind noch tot. Ach, wir sind jetzt automatisch unten. Ich muss die anderen mal wiederbeleben. Oder ich lasse es einfach und laufe zu Fuß los. Heilwäldchen. Ein Heilwäldchen. Ich wollte von diesem komischen Wasser ein wenig ins Wichteldorf, in den südlichen Wäldern bringen. Man kann es nur als Wichtel betreten. Es sei denn, ihr benutzt den Zauber Wicht. Der macht euch nämlich so klein wie Wichtel und dann könnt ihr tot so das Wichteldorf betreten. Aha. Und vorher ist hier nichts. Wie geil ist das denn hier gerade? Können wir hier ans Wasser einfach? Jetzt erstmal wieder... Okay, das haben wir gemacht, aber ich möchte die Leute wiederbeleben. Statusveränderung aufgehoben. Ach so, und dann ist der Linke hier alle Leben wieder, ne? Wie? Lass mich mal gucken, ob die leben. Ich will wissen, ob die leben. Lebt ihr alle? Ich weiß nicht, ob die immer noch tot sind, aber laut Status hier LP und so sieht eigentlich alles gut aus. Allen geht's gut. Ja, wie mache ich das jetzt? Jetzt benutze ich das einfach, oder was? Wicht. Aber das geht ja dann nur auf einen. Von diesem komischen Wasser ein wenig ins Wichteldorf in den südlichen Wäldern bringen. Man kann es nur als Wichtel betreten, es sei denn, ihr benutzt den Zauber Wicht. Der macht euch nämlich so klein wie Wichtel und dann könnt ihr Tosus das Wichteldorf betreten. Ja, aber das ist ja dann nicht hier, sondern südlich. Und ich weiß auch gar nicht, wo. Ich bin hier irgendwo den... Was ist das denn für ein Gottkrieger hier? Basilisk und Berserker, ach so. Ja, dann bestehen wir den Typen mal. Keine Sorge, ich mach das schon. Ach, Dash! Hier, unser Held. Oder was? Portion erhalten. Na Mensch. Endlich kriegen wir mal was. Ach, und jetzt macht Lunes nämlich auch viel mehr Schaden. Es lag bestimmt an den Vogelfiechern. 66 Skill erhalten. Und überhaupt Berufsstufe gestiegen. Schade, dass wir immer nicht schneller rennen können hier. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich will ja hier eigentlich weiterkommen. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Also er will von dem Wasser, wollte er was mitbringen, ins Wichteldorf, in den südlichen Wäldern. Aber man kann das nur als Wichtel. Ich will ins Wichteldorf, aber ich weiß nicht, wo und wann ich hier dieses Zeug benutzen soll. Kommt man hier überhaupt vorbei? Nee, also das heißt, wir müssen nämlich... Wir müssen uns hier irgendwie klein machen. Um in dieses komische Dorf zu kommen. Ich habe nur Angst, das jetzt zu benutzen. Also ich speichere mal eben hier. Weil ich nicht weiß, ob das so Sinn macht, was ich hier mache. Ich benutze es jetzt einfach mal. Wenn das nicht klappt, dann lade ich neu. Hier gibt es auch wichtige Berufe, eine detaillierte Karte auf. Aha. Ist ja auch gut. Aber was mache ich denn jetzt? Wicht. Mach ich mal Lunes klein. Der ist jetzt klein angeblich. Und? Hinterhalt. Und Lunes ist aber ganz normal. Hä? Das finde ich doof. Vielleicht muss man das auch im Kampf machen. Aber dann wird er einfach nur im Kampf klein. Das ist ja auch blöd. Bam. Patz. Wir haben nichts stehlen können. Das ist auch schade. Ja. Aber wie ist denn das jetzt mit dem Wichtelsein?
Jetzt Item anwenden im Kampf, Item anwenden so. Ich finde so eigentlich schlüssiger als im Kampf. Aber wie man sieht, hat sich ja nicht viel getan. Oder doch? Oder doch? Und ich bin einfach nur jetzt angegriffen worden und wir finden es noch. Ja, ihr seid klasse. So, wo ist denn jetzt das Wichteldorf? Hier kann ich auf jeden Fall nicht vorbei. Wie ist denn das mit diesem Wichtelbrot? Ja, da oben rechts ist was toll, aber wir wollen in dieses komische Wichteldorf. Menno. Was sind das denn alles für Viecher hier, wie die alle aussehen? Na? Och, Manno, nie kriegt sie irgendwas. Riffia. Ich dachte, die Viecher tragen irgendwie coole Sachen bei sich. Aber die sind nicht so stark. Die sehen aus wie Äste. Mandragore. Heißen die? Astviecher. Das war gut. Mensch, Ark, du beeindruckst uns alle. Und du siehst auch gar nicht mehr aus wie ein Mädchen. Nur wie komme ich hier weg? Also ich habe ein bisschen Schiss, dass ich jetzt nochmal laden muss, weil ich halt das Zeug benutzt habe jetzt. Aber ich kapiere das auch nicht. Vielleicht hätte ich das ja bei dem Wichtel da, bei den Wässern eher benutzen sollen direkt. Oder so. Also hier bei ihm hier. Ein Heilwäldchen. Aber jetzt haben wir es ja nicht mehr, ne? Wir haben auch nur noch ein Wichtelbrot. Sieht schlecht aus. Tja, was macht man denn da? Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als eigentlich nochmal neu zu laden, oder? Hm. Ja. Ich wollte von diesem komischen Wasser ein wenig ins Wichteldorf in den südlichen Wäldern bringen. Man kann es nur als Wichtel betreten. Ach so, jetzt gibt er uns nochmal den Wichtzauber. Schrumpft euch und dann geht's auf nach Tosus. Jetzt haben wir den Wichtzauber nochmal. Ach, das ist ja praktisch, wenn man ihn nicht hat. So, jetzt sollen wir uns hier schrumpfen. Zauber wurde bereits erlernt. Ach, die sollen sich alle. Aha, so. Ja, dann brauchen wir aber noch mehr. Wir wollen uns alle schrumpfen. Komm, gib mir noch mehr von dem Zeug. Ich trick's ihn also aus. Ach, so ist das. So, Wicht. Dann du auch noch mal, Ingus. Und dann der letzte noch mal, Ark. Und dann haben alle den Wichtzauber erlernt. Und dann soll man sich verzaubern. Moment, Moment. Haha. So, jetzt haben sie den nämlich alle gelernt. Und wie sieht das jetzt aus? Magie. Wicht. Aha. Das ist ja witzig. Magie. Erteilt Wicht oder hebt Wicht auf? Das geht jetzt nicht mehr? Sie kann das nicht machen? Weil er sich schon verwandelt hat? Ja, wir sind ja ganz klein geworden. Das ist ja cool. Was sagst du dazu? Ich wollte von diesem komischen... Ja, das haben wir doch schon. Jetzt haben wir den Zauber auch vorsichtshalber nochmal. Jetzt heilen wir uns nochmal. Und dann geht's ab in die Wälder. Wir sind ganz klein jetzt. Yeah! Wir haben es geschafft. Wir sind Mini-Minis.
Aber wenn wir angegriffen werden, wie sieht's dann aus? Dann machen wir doch kaum Schaden, oder? Oh nein, er ist voll klein. Keine Sorge, ich mach das schon. Ja. Hat aber nicht ausgereicht, Dash. Er macht bestimmt kaum Schaden hier, der Kleine. Hallo. Null. Voll süß, der kleine Lunes. Aber komisch, dass die... süß. Aber komisch, dass die anderen halt dann nicht mehr kleiner zu machen sind. Was heißt denn das? Südlich in den Wäldern. Das müsste doch hier irgendwo sein. Die Karte hat mir auch nicht geholfen. Das ist unsere normale Karte. Ja, wo sollen wir denn jetzt hin? Ich weiß nicht, wo das Wichteldorf ist. Ja, angibt und das dann aber eigentlich gar nicht hinkriegt. Keine Sorge, ich mach das schon. Ja, lass mal die anderen ran. Wichteldorf, wo bist du? Man kann das nur betreten, dann bla 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 bla. Aber sieht schlecht aus. Oder ich bin noch nicht an die richtige Stelle gekommen. Kann auch sein. Null Schaden mal wieder. Lunes, du bist ganz klein. Vielleicht ist man deswegen... Ist nur mit einem klein und ja. Und nicht mit allen, weil einfach, weil man immer noch angegriffen werden kann. Aber Refia gefällt mir jetzt auf jeden Fall richtig gut mit ihren Messern. Das hat Stil. Hier zur Lichtung. Das muss doch hier irgendwo sein. Da ist auch eine Höhle. Voll die Höhen und ich komme nirgendwo hin. Kann mir immer jemand helfen? Ja, ich suche das mal und wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy 3. Danke fürs Zuschauen und mal gucken, ob wir das Wichteldorf dann finden. Bis dann.